Okay. Herzlich willkommen hier aus Blietshausen. Ihr seht, hier ist bestes Wetter, tolle Wettkämpfe, nur leider durch die Corona-Bedingungen natürlich jetzt nicht die Zuschauerscharen, wie man das gewohnt ist. Neben mir ist Kathi Trost. Du hast deinen Lauf über die 1000 Meter relativ souverän gewonnen, bist auch sehr offensiv und gut angegangen. Und es hätte fast zum Meeting-Rekord gereicht, ja? Da hast du wahrscheinlich ein bisschen hingeschiert, ja? Nee, auf jeden Fall. Also ich wollte auf jeden Fall so zwischen 2,36, 2,38 hatte ich mir ausgemalt. Also ich wollte auf jeden Fall schnell laufen als in der Halle, da bin ich schon mal 2,37 gerannt. Ich muss aber jetzt sagen, ich bin mit den 2,38, ich glaube 18 oder so, auf jeden Fall echt super zufrieden. Ich glaube, das Endresultat war die 16, also noch mal weniger. Ja, knapp am Meeting-Rekord vorbei, den hätte ich mir gern geschnappt. Aber ich hatte eine wahnsinnig gute Tempomacherin, also Hut ab vor Jackie, das hat sie wirklich super gemacht. Und ich glaube, hinten fehlt mir einfach noch so ein bisschen an die Laktatverträglichkeit und generell so dieses Wettkampfgeschehen, da muss man halt erst wieder ein bisschen reinkommen, dass man sich doch nochmal so das Letzte auch verausgabt und ja, schnelles Ziel rennt. Ja, hat man ja gesehen, ich glaube, zwischendrin sah es gut aus. Ja, da warst du auch auf Kurs, hinten raus hat es dann im Prinzip ein bisschen gefehlt. Ja, hast du gerade selbst gesagt. Aber nichtsdestotrotz, du kommst auch direkt aus verschiedenen Trainingslagern. Ja, du bist in Deutschland geblieben. Du hast nicht das Weite gesucht, irgendwie in Kenia und so weiter, sondern nimm uns da doch mal mit, weil es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich und Herxheim als Ort ist noch nicht so auf der Läufer, wie soll man sagen, so unter den Leistungssportlern so bekannt, ja? Ja, also tatsächlich, es fahren immer mehr dorthin. Wir sind Mitte März zum ersten Mal für 2 Wochen dahin gefahren und dann nach Ostern nochmal für 2 Wochen, also beziehungsweise so 11, 12 Tage. Und ja, ich fand es wirklich richtig cool dort. Wir wollten eben nicht so weit wegfahren, weil wir noch nicht wussten, wie es dann mit Quarantäne ist, ob man wieder zurückkommt. Das ist ja gerade alles ein bisschen schwierig und hatten dort aber echt perfekte Bedingungen. Also da mit dem Reha-Zentrum, der Johannes Eisinger, der macht da echt alles möglich. Und man hat ein alter Ski, man hat Saunen, wir waren sogar in der Kältekammer. Also das waren echt Top-Bedingungen vor Ort. Ja, sowas braucht natürlich auch die Leichtathletik-Szene, ne? So Gönner, die das irgendwie mit Herzblut unterstützen. Und wir hatten auch schon mal einen Hendrik, glaube ich, vor 2, 3 Jahren, als er, glaube ich, die erste Achillessehne OP oder die zweite dann hatte, dort besucht. Und ja, das ist einfach wichtig, ne? dass solche Personen das einfach pushen und ihr dann nutzen könnt. Und Staaten, Amerika war nicht so Thema gewesen? Ja, wir hatten es ursprünglich geplant, aber dann wurde ja alles wieder ein bisschen verschärft. Man hätte extra noch irgendwelche Genehmigungen gebraucht für die Einreise und das war uns dann einfach alles ein bisschen zu unsicher und haben uns dann deshalb eben für Deutschland dann doch entschieden. Und du bist ja nebenher auch noch Grundschullehrerin, wie ich noch weiß. Also du musst ja auch noch das Berufliche oder das Geldverdienende voranbringen. Ja? Ja, also ich bin noch nicht im Referendariat. Ich arbeite zurzeit als angestellte Lehrkraft einfach nur 2 Tage die Woche. Das ist echt super gut zu vereinen, auch mit dem Sport. Und ich habe wahnsinniges Glück. Also meine Direktorin und auch mein Schulrat, die haben da super viel Verständnis für und vor allem auch richtig viel Interesse. Die schauen sich fast alles, was es gibt, dann im Livestream auch an und stehen da voll dahinter. Und ja, da hatte ich einfach richtig Glück, dass es so gut klappt zusammen. Das brauchst du auch an der Stelle. Welche Fächer unterrichtest du oder willst du unterrichten? Ja, Englisch und Sport. Also es ist Grundschule, deswegen eigentlich alles, aber dieses Jahr Englisch und Sport nur. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Irgendwie machen die Lehrer mittlerweile alles, ne? Die in der Grundschulbereich, also von Sport bis Mathe und Sachkunde. Sehr cool. Ich glaube, deine Lehrerinnen oder dein Kollegium hat das bestimmt auch mit angeguckt, denn Blietshausen jetzt das erste Mal den Livestream, was auch cool ist, ein neues Novum. Ist auf jeden Fall cool, dass wir das hier so machen können und schön, dich gesehen zu haben, ja? Dankeschön, danke. Gut,